Hey und ho, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Basti. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und hier gibt es einfach mal ein kleines Infovideo für euch. Es ist wirklich schon so lange her, dass das letzte Video und der letzte Vlog oder Stream rauskam. Und das tut mir wirklich, wirklich unendlich leid. Ich kann es leider nicht ändern. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig momentan. Und ja, ich bin aber auf jeden Fall dran und hier auf jeden Fall jetzt ein kleines Entschädigungsvideo, um euch erstmal so zu sagen und zu zeigen, was abgeht und warum in letzter Zeit nicht so viele Videos rauskommen. So, und erstmal jetzt hier, weil da kommt nämlich schon die Frage, gerade hier in YouTube, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, bist du krank, wo bleiben die Videos? Und ja, auch schon Abonnent abgehauen auf jeden Fall. Und ja, das ist natürlich auf jeden Fall schade, aber ich kann es momentan einfach überhaupt nicht ändern. Ich bin wirklich genauso dran am Arbeiten und Machen und Tun wie vorher auch und bin jeden Tag dabei und mache hier weiter. Und momentan ist das Ganze halt echt extrem stressig. Ich erzähle euch jetzt erstmal, was los ist. Erstens bin ich extrem genervt von der ganzen Sache. Natürlich nicht von den Leuten, die jetzt sagen, ja, was mit den Videos, weil mich stört es selber. Ich würde so gerne einfach jeden Tag hier sitzen und meine Videos und Streams machen, aber es funktioniert halt einfach momentan nicht. Und ja, erstmal als Erklärung für euch. Ich bin quasi dabei gewesen, meinen Computer zu bauen. Das Videomaterial dazu habe ich komplett schon fertig vorbereitet und so weiter und so fort. Viele, viele Gigabyte Videos, wo ich jetzt erfahren habe, dass ich die gar nicht bearbeiten kann, weil mein MacBook das nämlich nicht schafft. Auch wenn es ein Mac ist, auch wenn es ein guter Mac ist, 4 Gigabyte Video ist schon wirklich ziemlich viel. Oder auch 8 oder 12 oder was auch immer und was ich da alles für Videomaterialien habe. Ja, dafür war eigentlich der andere PC dann gedacht. Jo, der steht jetzt aber hier hinten und das Problem ist quasi die Bauteile. Ich habe alles drin gehabt, es hat alles funktioniert. Jedes Bauteil hat geleuchtet, hat gelaufen, hatte Strom, hatte Verbindung. Ja, es war eigentlich alles optimal. Und Problem war letzten Endes dann aber, es funktioniert trotzdem nicht. Und ich habe natürlich nicht gewusst, woran es liegt, habe mich viel in Foren informiert. Das ist halt alles Zeit, die drauf geht. Ganz viel geguckt, woran kann es liegen, was ist los. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Erst natürlich gedacht, dass ich irgendwas falsch verklemmt habe oder so. Ja, aber so war es nicht. Und hat halt viel, viel Zeit gekostet. So was, also ich dann als nächstes natürlich, nachdem ich dann in den Foren erfahren habe, alles klar, das kann eigentlich nur am Mainboard liegen oder an irgendeiner Kompatibilität, aber die haben gesagt, eigentlich kann es nur am Mainboard liegen. Ich also das erste Mainboard weggeschickt, habe ein neues dafür bekommen und das Ganze hat natürlich wieder 2 Tage gedauert. Aber dann das Ganze wegzuschicken und die ganzen Sachen ausdrucken und informieren und bla und bli, das dauert so lange, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich der Hammer. So an sich, sonst, da bin ich eigentlich in dem Room hier schon mal fertig. Das wollte ich euch nochmal kurz sagen. Also in dem Room bin ich erstmal fertig. Nur hier habe ich quasi noch so einen weißen Streifen. Da fehlt mir eine einzige Matte, die ich noch zuschneiden müsste. Aber ich sehe das Ganze jetzt als fertig an. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sind erstmal völlig egal. Hauptsache, das läuft erstmal alles. Ja, aber nochmal zum PC. Also, ja, habe ich das zweite Mainboard bekommen. Ganze Problem. Ja, mit zwei, das Problem war erstmal quasi, das ist schwierig zu erklären, das Problem war erstmal quasi, dass alles funktioniert hat, aber das BIOS hat nicht gestartet. So, ich alles ausprobiert, 2 RAM-Speicher rausgemacht, ging nicht. Dann habe ich die 2 RAM-Speicher aber gewechselt auf einen anderen, auf andere 2 Slots gesetzt, oder wie man die Dinge auch nennt, wo man das reinsetzt, dann hat es funktioniert. Dann hat das BIOS gestartet und das war wirklich extrem nervig. So, ich also angerufen erstmal, habe natürlich geguckt, ob alle Nuggets, also wie nennt man die, Speicher-Nuggets, RAM-Nuggets, wie auch immer, dass die funktionieren und die haben funktioniert, das heißt, ich erstmal gedacht, Mainboard. So, dann habe ich das andere, wie gesagt, das andere Mainboard bekommen und ja, dasselbe Problem, aber nicht bei denselben Slots. Diesmal waren es genau die anderen 2 Slots. Also kann es meiner Meinung nach irgendwie, weiß ich nicht, da kann irgendwas nicht stimmen. Weil ein Mainboard ist immer dasselbe Mainboard. Und da kann es nicht sein, dass einmal die einen 2 Slots funktionieren und einmal die anderen 2. Dann muss ja irgendwas umgestellt werden können. Also ich bei Asus angerufen und habe gesagt, ey, ich habe hier ein Problem.
Ich kann meinen BIOS nicht starten, außer ich habe nur zwei RAM-Riegel drin. Da kam als erste Antwort, frecherweise wirklich, ja, dann nutzen Sie doch einfach nur zwei RAM-Riegel. Habe ich gesagt, wollen Sie mich jetzt verarschen oder was? Ich habe hier vier Stück liegen, ja. Ich habe mir die extra gekauft, die sollen auch da rein. Ich will 32 GB RAM, nicht 16 GB RAM. Ich habe mir hier ein Mainboard für 450 € geholt. Jetzt will ich auch, dass die Scheiße funktioniert. Ey, da kommt er wirklich auf, also da war ich wirklich ein bisschen sauer. Und ja. Das End von Lied war eigentlich, dass er dann gesagt hat, ja, der RAM-Speicher, den ich da hätte, der wäre nicht gelistet. Da habe ich gesagt, naja gut, jetzt schauen Sie mal. Also ich habe mir den Computer aus YouTube rausgeschaut. Es gibt sowas von viele, die diesen PC so zusammengestellt haben mit diesen drei Komponenten. Und das sind die einzigen drei Komponenten, die miteinander kommunizieren, wo es wichtig ist. Und da kann es ja nicht sein, dass es bei den anderen funktioniert und bei mir funktioniert es mit genau denselben Bauteilen nicht. Ja, aber das würde nicht in der Liste stehen und so weiter. Sowas musste ich mir dann anhören. Habe ich gesagt, alles klar, wunderbar. Die haben gesagt, ja, ist jetzt halt so, könnte man nicht ändern. Habe ich gesagt, alles klar, wunderbar. Ich schicke alle Teile wieder zurück. Und jetzt bin ich momentan dabei, die ganzen Teile wieder zurückzuschicken. Und dann muss ich wieder, habe ich mich die letzten Tage auch informiert, was ich jetzt machen werde. Jetzt wird wahrscheinlich das Ganze komplett umgestellt. Jetzt werde ich mir einen 8-Kern-Prozessor mit 16 Threads holen. Das Neueste, was es momentan auf dem Markt gibt, von AMD. Ich weiß, die von Intel sind besser, kosten aber auch 2.000 € und nicht wie von AMD 500. Und die bringen fast dieselbe Leistung. Ich weiß nicht ganz, vor allen Dingen was Gaming angeht, aber sie bringen so viel Leistung, die definitiv mehr als ausreichend ist. So. Und ja, dann muss ich mir auf jeden Fall auch wieder ein anderes Mainboard bestellen und anderen RAM-Speicher. Ich wackel voll mit der Kamera, das tut mir leid, aber ich bin nervös, weil mich das einfach extrem aufregt. Und jetzt nochmal darüber zu reden, den ganzen Stress, den ich die letzten Tage hatte, ist der Hammer. So, und ansonsten habe ich nicht viel Zeit, Videos zu machen. Am Wochenende war ich überhaupt nicht zu Hause. Ich habe da ein bisschen meinen Eltern geholfen. Ich kann jetzt leider nicht erzählen, wieso. Wegen Werbung und so weiter und so fort. Man darf ja nicht einfach Werbung machen, sonst muss man wieder eine Produktplatzierung und was weiß ich und hast du nicht gesehen. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, sage ich deswegen lieber gar nichts dazu und sage euch gar nicht, wo ich war. Auf jeden Fall war ich unterwegs und hatte kein Internet und gar nichts und kann auch keine Aufnahmen mehr mit meinem Handy machen, weil die Speicherkarte voll ist. Und es ist halt wirklich alles ein bisschen, ja, bescheuert, das nervt einfach. Ich will unbedingt wieder Videos machen. Ich weiß, ihr da draußen wollt auch wieder Videos sehen. Und mich stört das halt einfach extrem, dass hier nichts, dass es nicht vorwärts geht. Dass ich jetzt wieder da anfangen kann, das Zeug zurückzuschicken. Das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich sehe auch, glaube ich, schon wieder ein bisschen müde aus. Es ist schon wieder, ja, 12 Uhr in der Nacht. Und ja, ich muss natürlich auch ein bisschen mehr schlafen jetzt mittlerweile. So 2, 3 Stunden Schlaf reicht nicht mehr. Das geht vielleicht mal eine Woche gut oder zwei oder auch drei, so wie ich hatte. Aber irgendwann ist da auch Schluss. Deswegen, ich bin jetzt momentan auf 5 Stunden Schlaf übergegangen, was wirklich auch zu wenig ist. Und versuche das irgendwie so zu machen, sage ich mal. Und ja, es ist wirklich einfach super stressig und es tut mir leid, dass momentan nicht so viele Videos rauskommen. Aber als kleine Entschädigung für euch, momentan bin ich an einem Video dran, was ich mache zu Call of Duty Infinite Warfare. So viel kann ich euch schon mal sagen, ist ja mein Spiel quasi. Und es werden auch so schnell es geht wieder Videos und Streams kommen. Habt einfach ein bisschen Geduld. Seid da nicht gleich so sauer oder so und denkt, ja, der macht nichts, der will nicht mehr oder so. Ich habe sowas von mega Lust. Ich komme jeden Tag heim und hetze mich ab in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwie noch ein bisschen was machen kann. Und ja. Aber als kleine Entschädigung, ich habe jetzt momentan 4 oder 5 Stunden neben dem Telefonaten und dem ganzen Recherchekram noch an einem Video gearbeitet, wie gesagt, zu Call of Duty. Und als kleine Entschädigung hören wir da ganz kurz rein. Videomaterial gibt es dazu leider noch nicht. Das muss ich nämlich noch komplett machen. Aber das hat wirklich schon sehr viel Arbeit gekostet. Und ja, deswegen zeige ich euch erstmal so einen ganz kurzen Ausschnitt, was ich denn hier so gemacht habe. Einfach so als kleine Entschädigung, dass ihr seht, ich bin nicht untätig. Ich bin wirklich dabei, einfach zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und euch neue Videos zu bringen, so schnell es nur irgendwie wieder geht. Und sobald dieses schöne Baby hier mal läuft, dann geht es auch wirklich ab. Dann ist alles fertig. Da gibt es auch keine Ausreden mehr. Dann wird definitiv wieder öfter Videos und Streams kommen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber mindestens mal alle 2, 3 Tage, weil das ist momentan, das ist echt schrecklich.
5 Tage jetzt oder so schon ohne Video. Das ist für mich die Hölle und euch nervt es anscheinend auch. Deswegen einfach an dieser Stelle jetzt dieser kurze Vlog nochmal, den ich irgendwie zwischenschiebe. Und jetzt hören wir einfach nochmal ganz kurz rein in das, was ich hier gemacht habe. So fängt das Ganze an. Hey und ho, meine lieben Bananas, hier ist wieder euer Basti und heute kommen wir mal zu einem kleinen Tutorial. Ja, und mehr möchte ich euch nicht zeigen, denn das Ganze soll natürlich auch eine kleine Überraschung sein. Ich will nicht spoilern, sagen wir es mal so. So ist auf jeden Fall der Anfang momentan. Vielleicht ändert sich da noch was, das weiß ich natürlich nicht. Aber so sieht es momentan aus, ohne Videomaterial. Und das kommt dann definitiv noch mit dazu. Ich denke mal, es ist ganz spannend bis jetzt. Ihr habt es gehört, es gibt ein kleines Tutorial. Bis jetzt habe ich so Tutorials ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Deswegen ist das für mich jetzt eine ganz neue Sache. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das dann gefallen wird. Da steckt wirklich sehr viel Arbeit jetzt schon drin, auch wenn man es vielleicht nicht auf den ersten Blick hört. Es ist wirklich komplett alles zerhackstückelt worden und ich habe da wirklich rumgebastelt, was geht. Das war jetzt erstmal der Anfangssound und ich hoffe, dass das Video wirklich gut wird, sage ich mal. So. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist natürlich, dass der komplette Sound, also das Musikhintergrundstück und auch der Anfang komplett selbst gemacht ist. Das heißt, ich habe mich selber hingesetzt und habe ein bisschen tonstudio-mäßig mal versucht, ein paar Sounds hinzuballern. Und ich denke, also ich bin für mich, fürs erste Mal, dass ich sowas mache, wirklich eigentlich ganz zufrieden. Ich habe das Ganze mit so einem Programm hier, mit GarageBand habe ich das gemacht und ist wirklich eigentlich, finde ich, ganz cool geworden. Ja, das Ganze läuft dann auch noch weiter im Hintergrund, aber ihr werdet dann ja irgendwann das Video sehen. Ich hoffe, dass ich das jetzt die Tage rausbringe, spätestens übermorgen hoffentlich. Morgen werde ich die Videomaterialien schneiden und so weiter und so fort und machen und tun. Und dann hoffe ich, dass das übermorgen rauskommt. Und ja, wie gesagt, ich bin dabei. Es tut mir wirklich leid, dass momentan so wenig Videos rauskommen. Es tut mir selber total weh und ich hoffe wirklich, dass es ganz schnell geht. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen besänftigen, euch zeigen, was abgeht. Wie gesagt, der Raum ist so gut wie fertig eigentlich. Das ist alles nebensächlich und kann irgendwann gemacht werden, wenn wir schon wieder weitermachen mit Videos und Streams. Das heißt, das ist alles nebensächlich. Es geht jetzt nur noch darum, den Computer zusammenzubauen, den ganzen Schreibkram und diese ganzen Recherchen und so noch zu beenden oder die neuen Teile zu bestellen, die dann einzubauen. Und das war es dann eigentlich schon. Und dann kann es losgehen. Aber das ist halt das Problem. Es dauert halt einfach. Und ja, ist extrem nervig. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Vlog oder wenn ich das Video rausbringe. Bis dahin, euer Basti. Der genervte Basti. Ciao.